Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Elektronik. Wir schauen uns heute wieder eine weitere Grundlage an und diese Grundlage nennt sich Elektromagnetismus. Wir haben ja die letzte Folge uns angeguckt, was für einen Widerstand so eine Leitung hat, wo der Widerstand herkommt, wie wir den Widerstand ausrechnen können. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wird eigentlich diese Energie übertragen. Wenn wir jetzt irgendwie einen Strom einschalten, wird ja nicht nur ein Elektronenfluss erzeugt, sondern wir haben was ziemlich Cooles, und zwar wird um diese Leitung drumherum, wenn da ein Strom durchfließt, ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Was so ein elektromagnetisches Feld ist, dazu müssen wir uns jetzt aber erstmal grundlegend angucken, was ist Magnetismus überhaupt, und das schauen wir uns am besten mit einem Magneten an. Wenn wir uns jetzt einfach mal so einen Magneten betrachten, in der Regel haben wir, sagen wir mal, einen Stabmagneten, dann gibt es in diesem Magneten einen Nord- und einen Südpol. Der Nordpol wird in der Regel rot gezeichnet, der Südpol in der Regel grün. Nun kennen wir vielleicht aus irgendwelchen Versuchen, die wir schon mal gemacht haben, dass sich diese Pole irgendwie, ja, entweder mögen sie sich oder sie mögen sich nicht. Das Ganze sieht folgendermaßen aus: Wenn man jetzt einen Magneten nimmt und man nimmt einen zweiten Magneten dazu, dann kann es sein, dass sich dieser Magnet anzieht, oder wenn man es umdreht, sich dieser Magnet abstoßt. Also ich kriege den jetzt hier nicht zusammengedrückt. Der wehrt sich extrem dagegen, dass ich den zusammengedrückt kriege. Das funktioniert folgendermaßen: Gleiche Pole stoßen sich ab, gegensätzliche Pole ziehen sich an. Bedeutet, ein Südpol und ein Südpol stoßen sich ab, ein Nordpol und ein Nordpol stoßen sich ab. Allerdings ziehen sich ein Südpol und ein Nordpol an, und genauso ziehen sich ein Nordpol und ein Südpol an. Also gegensätzliche Pole ziehen sich an, gleichsätzliche Pole stoßen sich ab. Somit haben wir schon mal grundsätzlich eine wichtige Thematik zum Thema Magnetismus gelernt. Wie kann man jetzt feststellen, wo Nord- und Südpol ist? Genau dazu gibt es ein tolles Instrument. Das gab es früher auch schon, und zwar der sogenannte Kompass. Beim Kompass haben wir eine Nadel, die zeigt uns in Nordrichtung. Also in dem Fall wäre hier Norden. Und in der anderen Richtung wäre Süden, also auf der Landkarte. Der geografische Norden wäre jetzt hier, der geografische Süden wäre da. Der magnetische Norden allerdings ist bei uns am Südpol, am geografischen Südpol, weil wir haben hier den Nordpol von der Magnetnadel und hier den Südpol. Also das ist genau ein bisschen verwirrend umgedreht. Wenn wir also jetzt hergehen und wir halten jetzt einfach mal diesen Magneten hier ran, wird die Magnetnadel angezogen von diesem Magneten. Und zwar von dem Nordpol. Bedeutet, wir haben hier auf dieser Seite des Magneten unseren Südpol. Und dieser Südpol zieht hier den Nordpol an. Wenn ich den Magneten jetzt umdrehe, also den Nordpol Richtung Kompass bewege, schwupp, dreht sich auch die Nadel, und dieser Nordpol hier auf dem Kompass zieht den Südpol von der Kompassnadel an. Kann man beliebig drehen. Tschack, tschack. Entsprechend hüpft die Kompassnadel hin und her. Jetzt betrachten wir nochmal den zweiten Magneten. Der Nordpol vom Kompass wird hier auch wieder vom Südpol angezogen. Bedeutet, wenn ich jetzt diesen Magneten nehme, Südpol hier, den zweiten Magneten, Südpol hier, kriege ich die zwei nicht zusammen. Die stoßen sich richtig fest ab. Auf der gegenüberliegenden Seite der Nordpol, und wie man gleich erkennen kann, muss man ein bisschen aufpassen bei Neodym-Magneten, wie man gleich erkennen kann, die ziehen sich sehr, sehr gerne an. Das wäre jetzt einmal die Grundlage zum Magnetismus. Dann müssen wir uns noch was angucken, und zwar die sogenannten Magnetlinien. Und zwar haben wir ja hier den Nordpol, hier den Südpol, und dazwischen haben wir nun ein magnetisches Feld. Und diese magnetischen Feldlinien gehen vom Nordpol zum Südpol.
vom Nordpol zum Südpol. Und zwar ungefähr in dieser Form, vom Nordpol zum Südpol jeweils. Und wie man diese magnetischen Feldlinien sichtbar machen kann, das geht ganz einfach. Und zwar kann man das einfach mit einem Magneten machen und mit Eisenspänen, wie man jetzt hier gleich sehen wird. Das Ganze können wir uns aber auch nochmal hier mit dem Magneten angucken. Wir haben hier den Südpol, auf der anderen Seite den Nordpol. Wenn wir den Magneten also hier einmal mittig hinlegen, bedeutet das, unsere Kompassnadel wird hier angezogen. Der Südpol vom Magneten zieht den Nordpol der Kompassnadel an. Und wenn wir jetzt hier einmal drumherum gehen, folgt diese Kompassnadel den Magnetfeldlinien. Also die bewegt sich quasi hier entlang unserer Magnetfeldlinien, wie ich sie hier aufgezeichnet habe. Nun habe ich euch gesagt, dass jede Leitung, wenn Strom durchfließt, auch automatisch ein Magnetfeld erzeugt. In dem Fall ein elektromagnetisches Feld entlang der Leitung. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, entlang der Leitung bedeutet, wenn ich jetzt hier einen Strom durchfließen habe, habe ich quasi hier radial um die Leitung, also wie meinen Finger so, ein Magnetfeld, das dann aufgebaut wird. Jetzt ist das so ein bisschen blöd zu zeichnen. Ich kann jetzt hier quasi dreidimensionale Leitung hinmalen und dann hier so dreidimensional ein Magnetfeld drumherum. Das ist aber schon etwas schwieriger zu zeichnen, finde ich. Deswegen hat man sich da was Cooles überlegt. Und zwar guckt man die Leitung an, als würde sie in diese Richtung sich bewegen. Also quasi durch das Blatt in den Tisch hinein. Bedeutet, die Leitung geht einmal so und hier auch einmal so. Jetzt muss man allerdings unterscheiden, kommt der Strom, den ich jetzt durch diese Leitung schicke, von dem Blatt nach oben raus oder fließt der Strom von hier oben in das Blatt hinein. Und das hat man sich jetzt einfach überlegt, ziemlich primitiv. Man nimmt einen Pfeil, wie man es kennt, Pfeil und Bogen von früher. Man hat hier hinten Federn. Man hat hier vorne eine Pfeilspitze, bedeutet hier habe ich eine Spitze, einen Punkt, den male ich jetzt hier mal hin. Und die Federn hier hinten, die man hat, wenn man da von dieser Seite drauf gucken würde, hat man quasi hier ein X von diesen Federn. Bedeutet, der Pfeil geht, wenn man die Federn sieht, also das X sieht, in das Blatt hinein. Und hier geht der Pfeil, wenn man die Pfeilspitze sieht, aus dem Blatt heraus. Bedeutet also, wenn wir hier eine Leitung haben, würde der Strom jetzt in das Blatt hineinfließen, also in diese Richtung. Und bei dieser Leitung würde der Strom aus dem Blatt herausfließen. Soweit, so gut. Jetzt haben wir uns mal die Stromrichtung überlegt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie rum bewegt sich das Magnetfeld. Wir haben nämlich hier, wie vorhin gesagt, ein Magnetfeld, das drumherum aufgebaut wird. Kreisförmig um die Leitung drumherum. Und da gibt es jetzt eine ganz einfache Regel. Ich habe hier zum Beispiel mal eine große Schraube vorbereitet. Wenn ich jetzt diese Schraube aus meiner Hand rausdrehe, also die Schraube dreht sich raus, wäre dieser Fall, dass ich die Spitze sehe, muss ich in diese Richtung drehen. Bedeutet, das Magnetfeld dreht sich auch in diese Richtung. Das wäre die Schraubenregel. Hier fließt der Strom in das Blatt hinein. Wenn ich die Schraube in das Blatt hineindrehen will, also diese Richtung, muss ich die Schraube im Uhrzeigersinn drehen. Bedeutet, hier sind die Magnetfeldlinien in diese Richtung. So kann man jetzt ganz einfach mit dieser rechten Schraubenregel die Richtung, wo dieses Magnetfeld sich bewegt, überlegen. Jetzt ist es an sich ziemlich uninteressant, muss ich gestehen, einfach mal so Magnetfeldlinien anzugucken, die hier irgendwie um so einen Leiter drumherum sind. Spannender wird das Ganze erst, wenn man sich eine Spule wickelt. Denn, was sieht man jetzt hier relativ gut? Die Magnetfeldlinien in der Mitte, wenn ich jetzt hier weiter zeichne, die Magnetfeldlinien in der Mitte addieren sich zusammen. Das heißt, man hat hier mittig ein Magnetfeld, das nach oben fließt. Und hier außenrum hat man ein Magnetfeld,
das quasi einmal so außenrum um die Leiter fließt. Haben wir das schon irgendwo zufällig mal gesehen? Ich lege mal dieses Bild daneben. Wir haben hier Magnetfeldlinien, die außenrum fließen und hier unten in den Südpol wieder eintauchen. Wir haben hier Magnetfeldlinien, die außenrum fließen und hier unten wieder eintauchen. Bedeutet, wir können hier vereinfacht uns einen Magneten vorstellen. Mit, wie wir gelernt haben, die Magnetfeldlinien gehen vom Nordpol zum Südpol. Bedeutet also, wir haben hier einen Nordpol und wir haben hier unten einen Südpol. Und das ist jetzt total spannend. Da haben wir jetzt plötzlich eine einigermaßen vernünftige Anwendung, denn wir können mit so einer Drahtschleife, die stromdurchflossen ist, einen Magneten darstellen. Wie das Ganze jetzt aussieht und dass es in der Praxis auch wirklich so ist, das gucken wir uns jetzt einfach mal direkt im Versuch an. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier in der Leiterschleife an. Ich habe uns hier eine schöne dicke Leiterschleife vorbereitet und diese Leiterschleife hängt hier am Pluspol. Das heißt, der Strom fließt von dem roten Anschluss durch die Leiterschleife durch zum schwarzen Anschluss. Wir haben also im Prinzip, wenn wir unser Bild nochmal angucken, einen Stromfluss, der in etwa so aussieht. Bedeutet also, wir kommen hier in Richtung Kamera und der Strom fließt hier von der Kamera weg. Wenn wir also jetzt hier unsere Schraubenregel betrachten, müssen wir hier gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das heißt, das Magnetfeld geht aus der Schleife hier raus, geht nach oben weg und hier unten wieder rein. Und auf der anderen Seite, wenn der Strom von der Kamera wegfließt, müssen wir im Uhrzeigersinn drehen. Bedeutet, das Magnetfeld kommt auch aus der Schleife raus und geht hier hinten rum. Bedeutet, wir haben hier oben unseren Nordpol, denn von hier geht die Magnetfeldlinien runter zum Südpol. Hier Nord, hier Südpol. Bedeutet, wenn wir jetzt uns den Strom einschalten, wir haben jetzt einen stromdurchflossenen Leiter, 3 Ampere in etwa, halber Volt Spannungsabfall. Wenn wir jetzt hier unsere Magnetfelder anschauen und hier den Südpol haben, auf dieser Seite, müsste der im Kompass den Nordpol anziehen. Kann man sehr gut erkennen. Der zieht jetzt hier den Nordpol entsprechend an. Ganz genauso haben wir ja auf der anderen Seite, also auf der Seite der Anschlüsse, den Nordpol. Bedeutet, der zieht uns hier den Südpol an. Kann man auch sehr gut erkennen, dass das funktioniert. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wovon das wohl abhängt, wie stark dieses Magnetfeld ist. Wir betrachten das Ganze jetzt mal rein stromtechnisch. Ich habe hier meine Kompassnadel Norden, Süden. Wir haben hier oben unseren Südpol, wenn der Strom so durchfließt. Und wenn ich jetzt den Strom von 3 Ampere auf das Ganze draufgebe, kann man schon mal erkennen, dass die Magnetnadel, ich schalte den Strom wieder aus, dass die Magnetnadel sich schon so ein wenig in Richtung von unserer Spule bewegen will. Nun erhöhe ich den Strom, ich schalte 2 Kanäle drauf, bedeutet, ich habe den doppelten Strom, also nicht 3 Ampere, sondern 6 Ampere, die durch die Leitung fließen. Und da kann man schon erkennen, die Nadel wird schon mehr angezogen. Nun gebe ich noch den dritten Kanal drauf, wir haben also 9 Ampere, die durchfließen und jetzt wird die Nadel komplett von unserem Magnetfeld hier angezogen. Was bedeutet das für uns? Bei 9 Ampere habe ich ein größeres Magnetfeld als bei 6 Ampere und da habe ich ein größeres Magnetfeld als bei 3 Ampere. Unser Magnetfeld, das wir hier aufbauen, ist also einmal abhängig von unserer Stromstärke. Desto größer der Strom, desto größer das Magnetfeld. Nun betrachten wir mal eine Spule mit mehreren Windungen. Ich habe hier mal auf einer Papprolle 110 Windungen vom Kupferlackdraht aufgewickelt. Wir hatten ja vorhin 3 Ampere durch unsere einzelne Windung und dieser Kompass wurde zum Teil nur abgelenkt. Wenn ich jetzt unsere Spule mit 110 Windungen nehme und ich gebe da 3 Ampere drauf, kann man sofort erkennen, die Kompassnadel wird extrem schnell abgelenkt. Bedeutet also, das Magnetfeld ist nochmal stärker. Wenn ich jetzt statt 3 Ampere 6 Ampere draufgebe, kann man erkennen, die Magnetnadel springt wahnsinnig schnell schon mal zu unserer Spule. Wenn ich jetzt 9 Ampere draufgebe, hüpft die extrem schnell zu unserer Spule hin. Bedeutet also,
Wir haben bei 110 Windungen ein deutlich, deutlich größeres elektromagnetisches Feld aufgebaut, als wir sie bei einer Windung haben. Heißt für uns, das elektromagnetische Feld, das hier aufgebaut wird, ist einmal abhängig vom Strom I, den wir durch die Spule schicken, und einmal abhängig von N, von der Windungsanzahl I, der Strom in Ampere, N die Windungen. Nun brauchen wir noch eine physikalische Größe dafür. Und das, was uns diese Spule hier erzeugt, dieses elektromagnetische Feld, bezeichnet man mit den griechischen Buchstaben Groß Theta. Und Groß Theta heißt unsere Durchflutung. Und wir haben hier unsere Durchflutung Groß Theta. Und diese Durchflutung wäre quasi die Ursache für das elektromagnetische Feld, das wir hier haben. Diese Spule mit Abhängigkeit von Strom, der durchfließt, und Abhängigkeit von den Windungen, erzeugt uns eine Durchflutung. Und diese Durchflutung erzeugt uns dann, ist die Ursache für das elektromagnetische Feld, das wir hier haben. So, jetzt gehen wir das Ganze mal ein Stück weiter. Wir haben quasi unseren Magnet hier aufgebaut. Wir zeichnen den mal schnell hin. Wir haben hier oben zur Kontrolle, der Nordpol des Kompasses zeigt hier auf diese Seite von der Spule. Das heißt, wir haben auf dieser Seite den Südpol. Wir versuchen das Ganze hier unten. Der Südpol der Kompassnadel zeigt auf diese Seite des Kompasses. Das heißt, wir haben hier unseren Nordpol. Wenn wir jetzt unseren Magneten nehmen würden und wir würden mit dem Südpol, den wir hier aufgezeichnet haben, hier oben hingehen, kann man erkennen, die Spule wird weggeschoben. Und andersrum, wenn ich mit dem Nordpol hingehe, wird die Spule angezogen. Wir sehen also, wir haben jetzt hier mit diesen reinen Kupferwindungen einen echten, richtigen Elektromagneten gebaut. Wir werden das Ganze noch ein wenig vertiefen in einer anderen Let's Play-Folge, aber ich hoffe, das hat euch bisher schon mal so weit gefallen, dass ihr jetzt zumindest grob mal Theta berechnen könnt, also die Durchflutung durch den Strom mal der Windungszahl. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich gerne, damit es weitere Videos gibt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!